So, Freunde, und ihr könnt mal ganz transparent wieder zurück einmal zu eurem Tisch, wenn ich hier eine Marschmusik habe, damit wir auch einen Stechschritt sehen, ne? Also noch einmal zurück, bitte. So geht's doch nicht. So, nochmal zurück, bitte. Ihr könnt ja dann auch den Massen da raus, wenn ihr das mal durchlauft. So, der Stechschritt wurde sauber angenommen und dann dürft ihr ab die Ehre die Holzwurfgeschosse in die Hand nehmen, zielen. Und dann zählen wir gemeinsam runter hier im Zelt von 5 auf 0. Und dann werdet ihr den ersten Schuss quasi abgeben. Seid ihr mit Wurfgeschossen versorgt? Ein Handzeichen bitte. Ja, danke fürs Handzeichen. Scheinbar auch nicht. Die Scheine fertig. Wir zählen runter gemeinsam in der Mitte. 5, 4, 3, 2, 1, 5! Ja, voll getroffen. Ein Applaus für den ersten Wurf. Und eigentlich hätte die irgendwie die Frage gestellt, aber jetzt besser gepasst. Die Torgemeinschaft, Team 2, darf reingehen. Wir gehen immer links bitte rein und rechts wieder raus. Habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Und Team 2, die Tongemeinschaft 17, 18, darf rein. So, die Folgeteams, zum Beispiel das Team 10 Gold, Team 3 und Team 4 und 5, dürfen sich natürlich schon verorten, damit wir nachher so ein bisschen mehr eine Reihenfolge reinkriegen. Wir werden ab und zu dann immer sagen, welches Team dran ist. Gut, also wie gesagt, die Tongemeinschaft, wir haben schon mal 10 Gold gleich mal. See?
kann sie fertig machen, Athletik. Dann war schon ein ordentlicher Treffer. Also die 4 zu Runde von links, auf die eines der Teams wahrscheinlich erstmal abgehen. Wie gesagt, links rein, rechts wieder raus. Und nach Team 6, Athletik in Blau, können sich wacker umlaufen, schon mal aufstellen. So, wie gesagt, Team Wacker-Durchsaufen ist dann dran. Und danach, kurioserweise, Wacker-Durchsaufen, Team 2. Also auch ruhig schon mal aufbauen. Und die Gossen-Obras dürfen sich auch schon mal formieren. Wir in Team 8 dann geworden. Ah, okay, ich hab's vom Metall gehört. Ich will nur sagen, der schlechteste Wurf, der wird auch trainiert, ne? Also da können wir vielleicht schon mal den ersten Astronauten kurz merken. So, die Gossen-Obras bitte. Und danach sind die Thronkinder. Oh, da war eine gute Bewegung drin. So, nach den Thronkindern ist die Formation in Super Ultras dran. Achso, ich hätte noch sagen sollen, ihr sollt einen Ruckel treffen, ne? So, wie gesagt, die Supermutter ist sehr schön. Team 2 an der Reihe. Mit der Nummer 19. Ja, Team 18 ist dran, auf die Damen. Oder die sind gerade auf den Damen, dass sie deswegen gerade nicht so da standen. So, Team 19, die Wacholderbärchen 2 und danach der Kegelclub, die Tanzmäuse mit der Nummer 20. Also wie gesagt, die vierte Runde von links ist heiß begehrt. Der Grundstein für den Erfolg wird jetzt gelegt. So. Und nach dem Kegelflug die Tanzmäuse habe ich das Team Pastor mit der Nummer 21. Ja, Team 21, Pastor, ist jetzt gefordert. Und danach kommt LOP Fanclub mit der Nummer 22. Team 21 ist vielleicht gerade noch verhindert, bitte ein gutes Wetter oder so. Gehen wir dann einmal zur Seite und gehen einen weiter auf die Nummer 22, LOG Fanclub. Und danach
wurde die Schmetterlinge abgeschüttelt. Mit der Nummer 23. Ja, 23, die Schmetterlinge sind fertig und danach sind die Knuddeldorf Ladies mit der Nummer 24 dran. Also kreative Namen haben wir auf jeden Fall schon. So, die Knuddeldorf Ladies mit der Nummer 24 sind jetzt dran.